Meine Güte, war im letzten Part einiges passiert. Mario musste gegen einen riesigen Drachen kämpfen. Dem Herrn der Blitze, wie sein Titel zumindest laut Spiel hieß. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Ja, wie gesagt, im letzten Part haben wir den Herrn der Blitze besiegt. Einen riesigen Drachen, der... ja, mit Elektrizität. Ja, das Wort ist irgendwie immer noch ziemlich schwer, ich weiß. Gekämpft hat. Und ja, nun sind wir hier im Bowserland angekommen. Und müssen uns in Bowsers Festung hineinschleichen. So zumindest der Titel dieser Aufgabe. Und ihr seht schon, ich habe Mario mal etwas anders angezogen. Ich finde, in Marios normaler Klempner-Outfit, das passt eigentlich ganz gut, wie ich finde. Wir gehen schließlich in seine Festung, in Bowsers Festung, und ja, da will Mario ja passend gekleidet sein. Als Koch passt das irgendwie nicht so ganz. Und mal sehen, was wir hier nun machen müssen. Es scheint so, dass hier einige Gegner auf uns warten. Was haben die eigentlich? Achso, das sind solche, Samurai-Hüte. So komische Hüte, die manche Samurai-Krieger vielleicht aufhatten. Ich weiß es nicht. So bewandert bin ich da jetzt auch nicht wirklich, muss ich sagen. Aber da, ja, springen wir einfach mal vorbei. Hier oben können sie uns ja eh nichts mehr. Ist hier neben noch was in der Ecke? Oh, okay. Wir haben hier einen Goomba-Schalter und hier brauchen wir 10 Goombas. Na gut. Nein. Ich brauche einen. Nein. Goomba. So, warte mal. 5 Stück haben wir jetzt. Au. 6, 7, 8. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist die 9. Okay, wir haben es verkackt. Also ich habe es verkackt. Weil es gibt nur 10 Goombas insgesamt hier. Also insgesamt gibt es hier 10 Goombas. Einen habe ich aus Versehen gekillt. Also bleiben nur noch 9 übrig und wir brauchen 10 Stück. Das ist etwas blöd. Was seid ihr denn? Können wir euch auch kapern? Wow. Pieksen und springen. Okay. Nett. Der kann sein... er kann Schnabel einsetzen. Diese Viecher hier können... oh. Oh, die können die Stachis auch killen. Okay. Und ich habe es ja gerade gesehen. Anscheinend können diese Viecher hier... Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Hä? Ja, man soll sie hier hochpieksen, aber... denkst du? Ja, das weiß ich. Okay. Ach so, okay. Jetzt habe ich es gerallt. Nein, na komm. Ja, komm, spring noch mal da raus. Nein, komm, wenn schon gerade. Nee. Na, Mann, das ist gar nicht so einfach. Aber wir schaffen das. Nein, Mann. Er lacht jetzt gewiss, aber... irgendwie... ah, ein Stück als X. Hä?
Was mache ich jetzt hier als... Man muss einfach nur lange genug warten, oder was? Was? Hä? Hallo? Spiel! Ich weiß gerade nicht, was ich hier als falsch mache. Hallo. Ich mach nichts anders als gerade eben. Aber ich verstehe nicht, wieso. Der hier nicht will. Nein. Wow, Vorsicht. Das ist gar so peinlich. Aber ich schneide es vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt spring doch mal. Alter. Hallo. Ey, das hier ist ein Arsch. Und ja, sonst noch. Und sonst so, Leute. Hattet ihr einen schönen Tag? Ich weiß gerade nicht, was ich hier falsch mache. Wow, was ist das für ein Mist gewesen? Und da unten ist ein Mond. Spiel, ich mag dich ja eigentlich. Aber irgendwie ist dieser Vogel hier für den Arsch. Dieser Vogel ist wirklich für den Arsch. Entweder bin ich einfach nur zu blöd hinter der großen Mauer. Oder das ist wirklich für den Arsch. Kann auch natürlich gut sein, dass ich mich einfach nur extremst blöd anstelle. Ja. Ey, das hier darf man echt nicht hochladen. Und das spawnt direkt wieder nach. Meine Güte, ey, was ist das denn schon wieder für ein Partbeginn? Und ich darf den Scheiß hier jetzt wieder machen. Ich verstehe diesen Vogel doch nicht. Mann. Und dann verletzen die mich natürlich auch noch. Das war ja klar. Okay, der Part wird, glaube ich, etwas länger.
Mann, jetzt bounce doch mal da hoch. Hallo. Wie habe ich das denn gerade eben gemacht? Gut, ich glaube, hier schneide ich auch wieder. Meine Güte, was für ein Abfuck, ey. Oder? Nein. Wo? Nein! Bin ich zu ungeduldig oder was ist hier das Problem? Stachy, geh weg. Nein, Vogel! Oh Mann. Okay, ich glaube, langsam habe ich es raus, aber mal im Ernst. Ich und dieser Vogel, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Naja, ich weiß auf jeden Fall schon mal, ich glaube, der Part hier wird ein bisschen länger heute. Aber wenn ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich geplant hatte, geh weg. Stachis, geht weg. Ich mag euch nicht. Oh Gott. Der Scheiß hier mit Stachis. Aber wir haben es noch geschafft. Wunderbar. Ja, das ist mal wieder ein Partbeginn, ey. Notenjagd zwischen Stachis. Ja, das ist eine sehr zutreffende... Wow, das war knapp. Was bist du denn? Oh. Okay. Lass mich raten, er muss hier draufhauen, oder? Kann das? Ich weiß es nicht. Nein, okay, er musste nicht da drauf hauen, wir mussten ihn einfach nur killen. Na gut. Aber ich denke mal, ja, ein längerer Part kann ja eh nicht schaden. Vielleicht freut sich da der ein oder andere. Schleich dich in Bowsers Festung. Das nenne ich jetzt nicht wirklich Schleichen, was wir gemacht haben, aber... Naja gut, das Schleichen ist ja an sich Sache, ne? In Spielen, wo man Stealth-Missionen haben kann, cleverer Bombeneinsatz, okay? Ja, in manchen Spielen, wo man theoretisch schleichen kann, da machen manche ja gerne mal eine Karambolage und zerstören alles. Und jeden. Und Spielen, wo genau das Gegenteil vielleicht der Fall ist, machen andere eben genau das Gegenteil. Minigumbas! Das ist dementsprechend alles an die Sache. Jeder kann das machen, wie er mag. Du sollst hier drauf gehen. Dankeschön, denn hier sind noch ein paar Münzlein. 8 Stück an der Zahl, um genau zu sein. Haben wir hier hinten noch irgendwo was? Kann ja auch sein, dass hier auch noch ein paar Münzelchen sind. Da waren wir, glaube ich, oder? Genau, da sind wir... Nee, das ist die andere Seite. Aber da sehe ich nur wieder so einen Vogel und ganz ehrlich, da gehe ich jetzt nicht runter. Weil ich genau weiß, dass ich dann wieder cutten darf, weil ich es nicht schaffe, da hochzukommen, also hier wieder hochzukommen. Okay, und was sind das jetzt da für lebensgefährliche Münzen? Wie kommt man da dran? Kann sich Mario da irgendwo wieder festhalten? Nö. Na gut, behalten wir die mal im Hinterkopf. Dann nehmen sich auch nochmal welche. Aber erstmal absichern. Autsch.
Nein! Mario, musst du immer, nur weil du ein bisschen Feuer im Hintern hast, auf einmal hier die Klippen runterspringen? Na egal, die Münzen bleiben gespeichert, genau. Von dem hier ist mir das erst einmal egal. Oh, okay. Hier muss man wieder Mondmünzen einsammeln. Oh nein. Oh nein. Ich hasse diese Welt jetzt schon. Ich hasse diese Welt jetzt schon. Weil ich genau weiß, dass wir hier jetzt wieder diesen Vogel brauchen, mit dem wir uns hier an der Wand daneben entlanghangeln darf, um diese blöde Münze hier neben... Boah, nerv nicht. Wow. Okay, mit dem Vogel hier ist das doch ein kleines bisschen einfacher. Oh, da ist ein Herz. Alles klar. Okay. Dann wollen wir mal, hä? Na komm, Vogel. Vogel, ich weiß gar nicht, wie die Viecher hier heißen. Es ist mir auch eigentlich komplett egal. Okay, wir haben ihn. Autsch. Geh da hoch. Vogel, Piepmatz. Keine Ahnung, wie... Oh, verdammt, da komme ich gar nicht mehr weiter. Und ich muss hier rüber. Nein. Wow. Das war mir jetzt erst einmal egal, weil ich bin hier drüben. Nein, 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 nein. Nein. Wow, wow. Vorsichtig. Ganz vorsichtig, mein liebes Spiel. Okay, da oben ist noch eine Münze. Komm mit da mit dem Dreisprung hoch. Muss ich da diesen blöden Piepmatz holen? Nein, muss ich nicht. Haha. Wir holen es lieber mit Skill, ne? Wer braucht schon diesen blöden Piepmatz, um sich diese Münzen zu holen? Wenn man das auch mit ein kleines bisschen Skill holen kann. Ich vermute ja jetzt... Ah, okay, da ist er. Da ist er. Diese Mondmünze. Wunderbar. Okay, jetzt lieber ein kleines bisschen mehr Geduld haben. Bevor wir hier noch drauf gehen. Aber ich weiß gar nicht, wenn wir hier jetzt draufgegangen wären. Cleverer Bombeneinsatz. Hätte ich die Münzen nochmal neu sammeln müssen? Oder hätte ich... also wäre das gespeichert geblieben, dass der Mond, der erschienen ist. Konfrontation mit den Brutals. Oh nein. Wie viele gab es? 4, oder? Ich meine, es gab 4.
Das bedeutet... Okay. Eigentlich wollte ich den Part doch ein bisschen länger machen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ganze hier jetzt dauern wird. Weil ich befürchte, dass wenn wir jetzt da hochgehen, der Kampf gegen den gegen diese Brudals direkt losgehen wird. Das vermute ich jetzt einfach mal. Und genau deshalb schaue ich mich jetzt nochmal auf diesen kleinen Turm hier um. Versuche da hinten, also da oben drauf zu kommen für die Münzen. Weil eigentlich müsste das ohne den Vogel auch gehen. Glaube ich zumindestens. Kriege ich hier einen Dreisprung hin? Ja, aber keinen guten. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Ich will den Vogel nicht schon wiederholen. Milo, halte ich doch einfach mal da oben fest. Wie wäre es denn damit? Oder Moment, wir haben doch diese eine... Nein. Wir haben doch hier unsere Kappenfähigkeit. Aber nee, okay, geht nicht. Naja gut, okay, ich glaube, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so wirklich hin, deshalb lassen wir es erst einmal. Das war irgendwie jetzt ein doch... Achso, hier hätte man mit dem Vogel dann hochgekonnt. Ja, ich fürchte schon. Und hier auch, na gut. Aber das, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr, deshalb... Wow, nicht unauffallen. Ja, deshalb würde ich einfach mal sagen, war's das mit Super Mario Odyssey für heute. Tut mir leid, wenn der Part jetzt doch ein kleines bisschen kürzer ist als vielleicht erhofft oder so, aber ja, Fails sind eben immer mal wieder drin. Ungeschicktheit auch, von daher ja, bitte ich das zu entschuldigen. Naja, wenn euch das Part, das Video trotzdem gefallen haben soll, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir dann wohl ein paar Brudalkämpfe bekommen. Naja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.